Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. In diesem Assassin's Creed Mirage Video soll es darum gehen, wie du den Gelehrten Fasil oder auch Arabiso finden und eliminieren kannst. Ich werde jetzt hier einen sehr, sehr entspannten Lösungsweg zeigen, wie du das Ganze anstellen kannst. Und los geht's. Das sollte mir dienlich sein. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die Quest startet hier im Haus der Weisheit, nachdem Fasil enttarnt worden ist. Als allererstes musst du natürlich hier nach Gelegenheiten suchen bzw. herausfinden, wohin er gegangen ist. Verlässt den Bereich. Dann sprichst du hier als erstes mit dem Torwächter. Ja, da geht es natürlich leider Gottes direkt nicht weiter. Du hast hier die Losung nicht. Da werde ich dir zeigen, wie du das Ganze findest. Hast den Hinweis jetzt hier entdeckt. Fort rechts befindet sich hier eine Treppe von dem Torwächter. Da gehst du hoch, hältst dich ein Stückchen links. Und dann kannst du hier direkt auf der Bank Platz nehmen, um dann den nächsten Hinweis zu finden. Du kannst dann hier die beiden Personen belauschen, einmal mit R3. Kommt ein kleiner Dialog. Großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fasils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Genau, es geht dann um Fasils Buch, das natürlich dementsprechend fehlt, wo dann die Losung drinsteht. Bewegst dich hier ein Stück raus, dann gehst du hier die Treppen runter. Ich denke, der schnellste Weg zum Buch sollte dieser hier sein. Einmal nach rechts, wieder nach rechts. Und dann befindest du dich hier in dem Vorgarten, dann hältst du dich direkt links, kannst hier direkt hochklettern. Und dann befindest du dich schon ganz in der Nähe von dem Buch. So, hier einmal hoch, rechts halten, hätte das Ganze jetzt hier noch einmal angezeigt mit dem Adlerauge. Hier hinter befindet sich dann das Buch, wo dementsprechend auch die Losung dann drin steht, damit du an dem Torwächter vorbei kannst. Hier siehst du es jetzt aufleuchten, Losung zum bewachten Raum erhalten. Dann verlässt du den Bereich hier wieder, kannst direkt hier einmal runterjumpen. Ich setze meine Waffen hier besser. Ist natürlich hier wieder rein ins Gebäude und dann geht es hier links und dann nochmal halb links wieder zu dem Torwächter. Durch das Buch hast du dann dementsprechend die Losung erhalten. Dann haben wir jetzt hier schon mal die halbe Miete, würde ich sagen, im Sack. Und jetzt kommt der actionreiche Teil mit Arabiso bzw. mit Fasil. So, hier einmal den Bücherschrank wegbewegen, einmal nach hinten ziehen. Und dann hast du hier Zugang zu dem geheimen Bereich oder Untergrund, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, Kellergewölbe. So, und hier befinden sich jetzt einige Wachen. Arabiso ist dementsprechend relativ gut bewacht. Du musst jetzt hier ein paar Kills ausführen. Ich denke, der erste Kill ist relativ einfach. Du kannst natürlich hier auch sehr, sehr offensiv rangehen, wenn du magst. Fand ich persönlich aber wesentlich schwerer hier, dich mit allen Wachen anzulegen. Ich habe es dann so gelöst, den ersten immer direkt zum Einstieg, ganz einfach. Der zweite hier, den kannst du dir einmal ranpfeifen. Du kannst hier ohnehin relativ viel mit ranpfeifen arbeiten. Bevor du jetzt hier links in dem Bereich weitergehst, ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass du einmal nach rechts gehst. Hier, diese Wache hat mich dann immer entdeckt. Der loopt dann da in der weiteren Umgebung immer durch, legt dann Alarm und so weiter und so fort. Kannst du dir auch einmal durch ranpfeifen, dann hier frisch machen, den Jungen. So, und dann gehst du hier weiter in den Hauptbereich, wo du dann hier der Story oder der Quest hier ganz einfach weiter folgst. Hier die Wache, denke ich, relativ einfach. So, und dann kommt jetzt hier der Teil, der mit Abstand am schwersten ist. Hier befinden sich jetzt mehrere Wachen auf einem Haufen. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich hier einmal mein Wurfmesser auf das Feuerfass geworfen habe. Dadurch sind natürlich sofort zwei Leute eliminiert. Und hier die gepanzerte Wache ist letztendlich das Problem. Er kann dich natürlich hier wirklich easy killen. Du kommst hier nicht richtig durch. Ich habe es jetzt hier die ganze Zeit mit ranpfeifen gemacht, beziehungsweise erstmal versucht. Hier in dem Bereich solltest du dir auch wirklich 1, 2, 3 Minuten gönnen, dass das Ganze hier wirklich entspannt läuft. Und ganz, ganz wichtig hier natürlich die große, starke, gepanzerte Wache. Die solltest du eliminieren. Wo habe ich das Ganze jetzt gelöst? Irgendwann wird er zu dir kommen, kannst ihn ranpfeifen. Wo der nächste Bursche untersucht hier nochmal den Tatort. Bewegt sich dann weg. Das Ganze kann natürlich ein bisschen abweichen dann bei dir, je nachdem, wie die Wachen sich dann bewegen. Ich hatte jetzt hier einen relativ einfachen Kill. Bin dann hier offensiv auf ihn drauf. Und dann
ist eigentlich wirklich auch alles so gut wie geschafft. Wir befinden uns hier kurz vorm Ende. Tragen der Robe verpflichtend. Das ist natürlich jetzt wichtig, damit du unbemerkt dann hier an dein Ziel letztendlich kommst. Hier einmal durch die Tür direkt neben dem Hinweis und dann kannst du hier die Robe anziehen. Und so gelangst du dann unbemerkt zu Arabiso und kannst ihn ganz, ganz easy und entspannt halt eliminieren dementsprechend. Damit kann ich untertauchen. Genau, Basim sagt schon, damit kann ich untertauchen. Jetzt hier nicht bitte durch die Tür, so wie angezeigt. Denke ich gegebenenfalls einen Umweg, kannst du natürlich auch machen. Hier jetzt einfach wieder einmal zurück. Hier wieder raus. Und dann einmal nach rechts, ganz normal dem Weg weiter folgen. So, die weiße Patientenrobe hast du jetzt dementsprechend hier dann erhalten, beziehungsweise hast du angelegt. Der Nächste! Sofort eintreten! So, und dann befinden wir uns jetzt hier letztendlich schon in dem Bossraum. Du folgst hier dann einfach das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen dem guten Burschen. Irgendwie. Der bringt dich dann zu Basil. Da musst du natürlich am Ende einmal noch ein bisschen ausharren, ein paar Sekunden. Überstürzt hier wirklich nicht. Du siehst, ich folge ihm hier ganz, ganz langsam, ganz gemächlich. Nicht, dass sie irgendwie großartig reinstürzt dann in den Bereich. Das ist überhaupt nicht nötig. Der Kill dementsprechend gleich ganz, ganz easy. Da siehst du dann schon das Ziel hier geradeaus. Natürlich hier von dieser extrem starken Wache bewacht. Und hier musst du einfach ein bisschen ausharren, musst ein kleines Stück nach vorne. Ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen vercheckt, ein paar Sekunden. Und dann triggerst du, dass hier die Wache auf dich zukommt. Aus der Wahrheit oder der Weisheit. Und dann kannst du hier in den Kill-Bereich, so nenne ich das Ganze mal, kannst du dann reingehen. Dann triggert hier eine etwas längere Cutscene. Und ganz am Ende der Cutscene sagt Fasil dann zu dir, Forschung ist die edelste Tätigkeit, Wissen ist die größte Macht. Nein. Passiert natürlich hier alles automatisch und dann kommt heran, möchte eine Antwort haben. Nein. Und dann gibt es hier schön die Klinge. Musst du einfach dann nur einmal mit R1 bestätigen. Also auch ein sehr, sehr cooler Kill, eine sehr, sehr coole Quest, wie ich finde. Extrem, extrem gut gemacht. Gerechtigkeit, verborgener Schrippenzieher, hier siehst du es nochmal in der Übersicht. Ja, das war mein Lösungsweg zu Arabiso. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen und das Video hat dir gefallen. Bleib sehr, sehr gerne für weitere Assassin's Creed Mirage Videos auf meinem Kanal am Start. Bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut, bis bald und tschüss.